1. So, hi Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatore und zusammen mit dem lieben Alex, also Neoradar, zocken wir jetzt GTA Online. Und ich würde sagen, da der Alex ja um einiges weiter hier ist als ich und auch das geile Motorrad hat, versuche ich ihn nochmal kurz abzuhängen und dann... Du bist schon mal weg. Ja, ich hänge dich jetzt ab. Ich schaff das. Ich bin schon ein großer Junge. Und dann machen wir mal eine kleine Mission hier. Du auch, oder? Ich fahr dir halt nach. Ja, genau das wollte ich jetzt bezwecken, weißt du? Ja, ich starte mal eine Mission. Ja, start mal eine Mission. Lass mich aber dann noch Waffen und so kaufen, ja? Weil ohne Rüstung mache ich da keine super schwere Mission mit dir. Ohne Helm jetzt ein bisschen Vollspeed fahren. Oh Gott, voll cool, Rihanna. Oh. Ja. Ja, wegen Copyright und so habe ich einfach mal Musik ausgemacht. Das ist, glaube ich, besser. Ja. So, Neoradar, eine Mission. Sehr schön. Übrigens, ich habe überlegt, ob ich vielleicht so ab und zu ein bisschen eigene Musik einspielen soll. Man, monetarisieren muss ich ja nicht alles gleich, ne? Dann sag mal, wenn du bereit bist. Jo, Moment. Alter, ich will endlich einen Karabiner haben. Ja, ich hab ihn schon, aber ich kann mir noch nicht kaufen. Hä, warum? Zu wenig Geld. Ah, zu wenig. Ja, Geldsorgen habe ich wirklich nicht. Ja, wegen dem Glitch, aber ich... Ich habe mir das James Bond Auto gekauft, da sind 500.000 draufgegangen. Ja, da geht wegen Tuning. Ja, geht wirklich genug Kohle drauf, ne? Autos kaufen. Ich habe jetzt erst ein Auto gekauft und ich war wieder relativ arm. Ja, kann losgehen. Okay. Erforderlicher Rang 22, ey. Da habe ich auch schon Besseres gesehen. Ich hab die Mission einfach reinbekommen, ich meine. Ja, ich weiß. Ich finde es schade, dass es nicht automatisch so ein bisschen besser die Level anpasst. Egal, oder? Nö, eigentlich nicht. Umso höherer Rang, umso mehr Kohle gibt's meistens. Ah, okay. Gut schon. Ich träume, ich wette, ich kriege jetzt weniger als 10.000. Und 10.000 kriege ich circa jetzt bei meiner Mission, die ich zurzeit habe. Ja, wie gesagt, ich hab die einfach reinbekommen. Dein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Schalte den Staatsanwalt aus. Alter, mein persönliches Fahrzeug wird zerstört. Ja, stand bei mir auch da. Hast du auch keins? Doch, ich bin auf meinem Motorrad. Kannst du mich abholen? Ja, warte. Ich hab ein Motorrad, brauchst mich nicht abholen. Mal ganz, ganz elegant gelöst. Sogar hübsche Maschine. Ich hab zwar jetzt einen Stern, ja, aber ich glaube, das macht nichts. Jetzt müssen wir nur den Staatsanwalt ausschalten, oder wie? Schon mal gemacht? Ja, hatten wir schon mal gemacht, oder? Einen Staatsanwalt hatten wir doch nicht. Wir zwei. Doch. Glaub schon. Nein. Das wüsste ich. Das wüsste ich garantiert. Kannst du auf mich warten, wenn du da bist? Oder fahrt er nur herum? Naja, ich habe den gerade dazu bewegt, von mir abzuhauen. Ach so. Ja, ich schau mal, dass ich euch nachkomme. Darf ich aber Haftbomben werfen? Hab gerade welche mit. Oder brauchen wir sein Auto? Hab einen Headshot gegeben. Stille Bereise. So, synchron Helm aufsetzen. Ja, so muss es sein. Alter, dein Motorrad ist einfach nur pervers schnell, wirklich. Das war geplant. Ein geplantes... Wie heißt das?
Ablenkungsmanöver oder wie? Nee. Hoffen wir aber elegant verrückt dabei. Wirklich? Vor mir ist ein Bulle, hinter mir ist ein Bulle, können die sich mal entscheiden, wo die sind? Ich wäre jetzt fast gegen den Baum gekracht hier. Wie viele Sterne hast du leicht? Bei. Kontakt. Ich könnte 3 Sterne machen und damit die Bullen von dir weglocken. Hallo. Hast du bezahlt dafür? Ja. Du Nutter. Okay, nee, wärst du eigentlich, wenn du dich dafür bezahlen lässt, dass du die Bullen loskriegst? Wärst du eine. Aha. Alter, bist du schnell. Das ist ja krank. Beste Motorrad halt. Musst du mir dann sagen, welches das ist, oder sag's mal gleich für die Leute, die es nicht wissen. Glaub die, warte. Das sehe ich gerade nicht. Dinka Akuma, glaube ich. Aha. Müsste mal ein paar Rennen gewinnen, dass ich mein Motorrad besser herrichten kann. Jetzt bin ich gerade auf die Fresse gefahren. Au, au, au. Ja, Helm schützt Leben. Helm schützt Leben, ja. Ah, da sieht man gleich auch mal den Unterschied hier. Wie er beschleunigt und wie ich beschleunige. Aber man muss auch sagen, sein Fahrstil ist ja ein bisschen besser. Dass er hier abbiegen konnte, ist auch ein Wunder. Echt? Naja, so kann man auch eine Mission bestehen und 4.500 Dollar verdienen, ohne dass man irgendwas tut. Können wir noch eine machen, haben wir noch Zeit. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, hat mir eigentlich gefallen, war eine schlechte Mission. Ja, so als nichts tun da. Ja, als nichts tun da war es glaube ich nicht schlecht, ne? Aber jetzt schauen wir mal, dass ich eine Mission anfange, ja. Ich würde nur noch gerne gucken, ob ich mir Karabiner kaufen kann. Jo. Ab wann schaltet man denn frei? Müsste eh bald sein. Oh Mann, du leckst gerade total herum, weißt du das? Ja. Schlechte Verbindung oder schlecht Wetter? Ich denke mal das Wetter. Ja, bei uns hat es heute schon, also gestern besser gesagt, den ersten Schnee gegeben. Oh Mann, wie die Zeit vergeht hier. Erst einmal alles schön, sommerlich. Oder besser gesagt, das Schnee wieder weg. Frühjahr war da und jetzt haben wir schon wieder einen scheiß Schnee da. Naja, was will man machen? Ich mach mal ein eigenes Spiel auf. Ah, warum dann? Ja, wegen den ganzen anderen Leuten hier, oder? Brauchst du nicht, wir machen ja gleich die nächste Mission, oder? Das stimmt, ja. Und bis zum Karabiner wirst du es ja noch schaffen, oder? Das Problem ist nur, ich bin hier irgendwo wieder am Arsch der Welt gespawnt, muss jetzt erst so zu meinem Bike laufen. Schöner Scheiß. Du auf die Eier. Spawn-System ist fast so geil wie in MW3. So, du bist auch hier. Am Arsch der Welt. Steht dein Bike? Ah, hier. Das ist übrigens das ungeheuer schnelle Bike. Naja, mir geht irgendwie der Gesprächsstoff aus, also heute ist irgendwie ein bisschen schwerer wie sonst. Heute ist irgendwie tote Hose, ja, muss man schon sagen. Würde ich sagen, machen wir noch eine Mission und dann lassen wir das mal wieder sein. Ja.
dann Zeit für meinen Sandmann. Sandmann, lieber Sandmann, da 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 da. Martin oder Ron, was machen wir? Ja, ist das eigentlich egal. Ich guck mal, welches Level die Mission hat, ja. Wenn das jetzt kein Level 5 oder so ist, ja, erforderlicher Rang 40, ja. Ein gelber Lamborghini, oder? So, habt ihr mal eingeladen, ja. Ein Lambo? Ja, ich bin gerade im Waffengeschäft. Jo, na, mach ruhig fertig, ja. Karabiner gekauft, erstmal. Schwierigkeit mache ich jetzt auf leicht, weil mir geht's eh nur ums Geld und nicht um Erfahrung. Ich habe jetzt einen Karabiner gekauft. Sehr schön. Nee, bin jetzt gespannt hier. Übrigens, da du das ja vorhin erwähnt hast, dass ich noch sprechen kann hier, ey. Werde ich nicht mehr glitschen. Egal, ob das noch funktioniert oder nicht, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Und ich würde sagen, kann man loslegen. Oh ja, ich bin bereit. Was mir irgendwie gefällt, wir sind voll das Dream Team, Neo. Ja, muss so sein. Neonator und Neo-Radar. Bei deinem Namen verspreche ich mich natürlich wieder mal, ne? Ja. Wieder Panos das letzte Mal, da habe ich mit ihm gezockt und er hat voll gejammert, dass ich mich bei seinem Namen versprochen habe. Ah. Ja. Darf ich deinen Motorrad nehmen? Ich fahre. Oh Mann. Dann nehme ich aber mein Bike. Mich hätte nur interessiert, ob du mit meinem Bike dann nachkommst. Ja, gib mal her, die Karre. Kommst du hinterher? Schau mal. So, gegen die Pfeile war mal kein Rennen hier. Wow! Kannst schon warten. Ich bin... Bottom am Ziel. Alter. Weißt du, was da eigentlich cool wäre? Ja, was denn? Eine Zeitbegrenzung. Lass den Drogendeal platzen, weißt du? Da könnte eine Zeitbegrenzung so, dass man rechtzeitig dort ist, noch recht cool sein, oder? Stelle ich mir mal vor, ne? Ich glaube, mein Motorrad, also ich hätte ja mal dasselbe. Ja. War schneller. Ja, ich glaube, du hattest mehr Teile, oder? Ja, ich hatte damit über 100 Rennen gewonnen oder so. Ja, also. Ja, meine Stimme wird langsam schlimmer. Ja, es war bei mir jetzt die letzte Zeit auch so ziemlich krank gewesen. Oh, es geht noch. Voll übers Ziel hier wieder mal hinaus. 800 Meter, wo bleibst du? 1,3 Kilometer. Gerade bei den vielen Kurven hier. Oh, ich bin da. Alter, bist du schnell. Sowas darf es ja normal gar nicht geben, ey. Doch, bei Roller. Wie oft bist du schon ins Radar gefahren, Neo-Radar? Keine Ahnung. Warte, ich gehe auf die andere Seite. Ja, versteck dich halt hier. Alter, ist hier ja auch irgendwer. Ich würde sagen, wir warten mal hier auf die Leute, ja. Ah, es sind ja eh ein paar Leute hier. Boah, schaut aber recht gut aus hier. Fahrst du mit? Fahr mit, komm, als Schütze. Die Leute umrennen. Auf jeden Fall.
kommt noch wer. Hast du schon? Alter. Nee, kommt hier noch wer. Da kommt noch wer. Ein bisschen Geld einsammeln und so. Was wird das, ey? Einen hab ich. Du lasst mir auch keinen Spaß hier. So schneller sein. Ja. Oder weiter vorne. Na, war's das schon, ne? Fahren wir mal ein Stückchen weiter, wir können uns dann eh noch hinstellen. Das Auto sieht gut aus. Hey, willst du mitfahren? Ja, sicher. Der Schütze hier. Falls Motorräder oder so kommen, ist das recht praktisch. Warte, ich geh auf die andere Seite. Ist noch praktischer. Ey. Das war jetzt so typisch. Ja. Dachte, der wäre schon raus. Soll ich es mit Haftbomben versuchen, die Leute abzuwehren? Ja, wenn überhaupt Gegner kommen. Ja, falls wer kommt, aber ich glaube nicht. Ich meine, das waren jetzt nur 4 Autos, oder? Das ist ein bisschen wenig. Doch vielleicht ein leicht. Ja, das kann sein. Straßenlaternen. Ja, Flutlicht. Ich finde es schade, dass hier bei Online erstens einmal das Schadensmodell nicht so ist wie beim Offline-Modus. Ich find's schade, dass die Banküberfälle rausgefischt haben erstmal. Ja, finde ich auch. Und weil kannst du keine Kohle geben. Ja, bingo. Und aus der Rennschlange um auf 400.000 zu. Oh ja. Und außerdem finde ich es ziemlich schade, dass hier keine Tiere rumrennen, so wie in Offline-Modus. Ich glaube, das geht jetzt ja ein bisschen weiter. Ah, da komme ich drüber. Ja, hast du ja hier ein super Fahrzeug hier. Ah, ich glaube, da geht's ja weiter, ja. Oh, ja. Wo verstecken wir uns? Dann wir rennen erstmal zur Deckung. Ach so, geht's natürlich auch. Gleich müssen wir irgendwas hacken. Aha. Den mal mit einem Kuppel gemacht. Okay. Dafür finde ich die Mission wieder etwas besser. Das schau mal. Ah, da fliegt nichts in die Luft. Von hinten kommen sie, ich warte auf die, ja. Ich würde mal sagen, Ich sitze jetzt so. Ich tu mein Bestes, ja. Scheiße. Kommst du klar? Auf jeden Fall gerade Besuch, aber es passt schon, ich mach das schon. Es wäre gut zu wissen, woher die kommen hier. Ich werf da mal Kleinigkeit nach hinten. Ja, wie schafft das gerade? Schaffst du das gar nicht? Nee, kannst du ja mal versuchen. Ja, gerne. Gib Deckung. Hacke den Laptop. Okay, interessant. Ja. Alter, was soll man da tun? Ja, du hast eine Zahlenkombination.
Was ist, wenn man jetzt dann Connection komplett verliert? Kurz vor Ende einfach nochmal neu machen. Und was soll man da? Überlegt gerade, wie das funktioniert. Komm nicht dahinter. Muss da irgendwas grün werden oder so? Ja, du musst halt da oben steht eine Zahlenkombination. Ah, okay. Die musst du halt da in den Zahlen finden. Aha. Sie sind immer irgendwo anders. 9652, ja, 9652, Alter. Hey, das ist ja. Ah! Na. Hast du's? Nee. Glaub nicht, oder? 18. Und hoch. Ich finde da ja nicht mal eine 18, ne? Beschissene 18 hier. Komm ey, ich bin da wirklich zu blöd dafür. 1806. Leute, wenn ihr irgendwo eine 18 seht oder so, sagt mir Bescheid, weil. Ah, da unten war gerade eine. Warum? Ja, das ist. Das ist ja voll Glücks. Das ist eigentlich ein Glücksspiel, ja, ey. Ja, Alter, willst du das nochmal probieren? Ja. 1806. Warte, ich versuche jetzt noch. Okay, ich muss raus. Kommen noch welche? Gibt es da andere Möglichkeiten zu hacken oder gibt es nur das eine Programm? Wo ist einer? Gucken wir mal, was man hier noch so machen kann. Bom. Hat es gerade. Aber ich war zu langsam. Was ist jetzt eine bessere Kombination? Alter, ist das doof hier, ey. Wenn zumindest Gegner kommen würden. Dass ihr was zu sehen habt, schenke ich euch hier eine Kleinigkeit. Ja. Hat angeschossen, oder? Nö. Oh, da kommt ja noch wer. Ich will noch was spielen. Hallo. Willst du spielen? Willst du mit mir spielen? Nö. Der wollte nicht mit mir spielen. Stillgelegt, würde ich sagen. Alter, Alter, Alter. Was für ein Fehl für ein Let's Play, ne? Ja, das ist übelst kacke, ne? Zeit, genau. Leute, wir machen Matschen. Reden wir mal. Puh. Wir sind voll die Themen ausgegangen. Vor allem, ich hatte heute den ganzen Tag schon keine Themen. Hast das? Hallo? Ja, ich bin grad. Alter.
Jetzt müssen wir zum Hangar. Durch ein Müll, ey. Warte, da kommen welche. So geht's natürlich auch, aber komischerweise lebt er immer noch. Wie hast du das geschafft hier, ey? Jetzt ist er tot. Was? Ne, wie der überlebt hat hier. Da kommen noch welche. Ist jetzt ausgestiegen. Schon ein bisschen. Die haben eh nichts drauf.